Diese Garage ist vollgestopft mit altem Zeug. Das könnte sich als nützlich erweisen. Endlich hat er mal was eingesammelt. Okay, ich habe tatsächlich etwas übersehen. Wir könnten versuchen, es mit Wasser zu füllen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Sag mir doch ein bisschen mehr bitte dazu, als nur, dass es sich als nützlich erweisen könnte. Ah. Nice. Okay, dann versuchen wir das erstmal jetzt hier durch das Loch. Oder dann eben... Was passiert, wenn wir das nochmal machen? Oh, wir können es nicht nochmal machen. Was sagt er jetzt dazu? Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, ansonsten ziehen wir das ihm da unten nochmal. Die Frage ist, wo will diese große Katze hin? Kommt sie uns jetzt entgegen? Nur wertloser Müll. Nur wertloser Müll. Oh oh. Jetzt ist hier nichts mehr. Und der Preis ist ein Türgriff. Okay. Okay. Trotzdem finde ich, bleibt diese Frage bestehen. Wo ist er hin? Das heißt, wir hätten jetzt rein theoretisch sogar Zugang bis hin zur Gruft. Und auf Eva Marianis Zimmer, wenn dort nicht verschlossen ist. Oh, okay. Mit Brett, na gut. Ob diese Küche jemals sauber war? Auf gewisse Art und Weise ist sie jetzt sauberer als vorher. Steht nicht mehr ganz so viel rum. Die Ofentür, die wir auch schon damals nicht aufmachen konnten. Hier ist ein Weiterkommen unmöglich. Das Schloss ist festgerostet. Na, ich hab's befürchtet. Kann ich hier nicht... Doch. Meine Güte. Nicht einmal die Gabeln wurden verschont. Meine Güte. Nicht einmal die Gabeln wurden verschont. Ja, könnte ja Tafelsilber sein. Das hatte damit Michael alles nicht wirklich interessiert. Die Tür sieht ziemlich ramponiert aus. Dahinter scheint nichts von Interesse zu sein. Also versuche ich gar nicht erst, sie aufzustemmen. Ja, okay. Es ist also alles tatsächlich relativ straightforward. Trotzdem bin ich immer noch von dem Diktiergerät enttäuscht. Das ist mein Diktiergerät. Damit mache ich mir Notizen über meinen Besuch auf Blackwood Manor. Ja, ich habe halt das Gefühl, wenn uns eine unschöne Begegnung bevorsteht, ist es besser zu speichern.
Doch, das hing auch schon vorher dort. Es gibt ein paar Plakate weniger. Die Luft hier unten im Keller ist fast unerträglich. Die Wände triefen vor Nässe. Schade, ich habe gedacht, ich kann die schöne Musik mit hier runternehmen. Offensichtlich nicht. Der Sicherungskasten ist für ihn diesmal uninteressant. Okay. Die Kisten sind aus der Mitte verschwunden. Sind jetzt hier an die Seite gestellt. Das ist nach wie vor für ihn uninteressant. Oh. Was ist das? Reinigungsflüssigkeit. Sollen wir damit das Fenster im Bad reinigen, oder wie? Wäre eine Option. Er ist bestimmt nicht so wahnsinnig und kriecht wie Michael hier rein. Hier ist ein riesiger Heizofen, der mir aber trotzdem nicht groß genug vorkommt, um das ganze Haus heizen zu können. Schade, dass ich es nicht wegmachen kann. Ich finde dieses hier, finde ich irgendwie ein bisschen... Es ist sehr ruckartig von ihm. Ich dachte im ersten Moment, er erschreckt sich vor irgendwas. Aber ich hatte schon die Befürchtung, dass es wirklich nur die Zusatzepisode darin besteht, dass wir dort runtergehen. Unseren ungebetenen Gast ein weiteres Mal quasi finden. Und das war es dann, aber es scheint ja doch noch ein bisschen länger zu sein. Gut, da geht's nicht lang. Reinigungsflüssigkeit. Also es ist zumindest das Einzige, was mir einfällt, wo er sich über den Dreck beschwert hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sehen möchte, was dann zum Vorschein kommt. Außerdem glaube ich, müsste er doch dafür noch irgendwie Lappen und Wasser und sowas benutzen. Das geht nicht. Ah, das habe ich befürchtet. Das geht nicht. Ah, schade. Oder können wir das Wasser an dem Fenster verwenden? Erst einmal. Einfach drüber kippen. Wahrscheinlich macht er das auch nicht. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Die schönen, dezenten Hinweise für den Spieler, dass das Murks ist, was man gerade macht. Das Spiel hat nach wie vor ganz schön zu tun. Reinigungsflüssigkeit. Wo könnte ich die noch brauchen? Oh, 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 oh. Nicht abstürzen, Spiel. Ich weiß nicht, warum es am Anfang so flüssig lief und dann so mitgenommen plötzlich ist. Eine Flasche Thalidomid. Irgendwo habe ich etwas über dieses Arzneimittel gelesen. Das geht nicht. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Da stimme ich dir zu. Brauchen schon so etwas wie einen Lappen.
Ich habe immer gedacht, das wäre... War das an dieser Stelle, wo da dieser Abdruck im Staub ist? Aber offensichtlich war es nur ein Muster auf dem Tisch. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Merkwürdig. Arthate hat damals den größten Teil seiner Sachen hier zurückgelassen. Die Besucher seitdem allerdings kaum etwas. Es gab Servietten unten im Esszimmer, aber ich glaube, die gibt es dort nicht mehr. Nein, hier war das. Aber es ist vom Prinzip her der gleiche Tisch. Ja, da kommen wir auch gar nicht mehr hinter. Vielleicht sind das noch auch nur irgendwelche Graffiti von den Entwicklern. Die Graffiti sind kaum lesbar. Nicht, dass ich sie lesen möchte. Ich glaube kaum, dass sie mir irgendeinen Hinweis liefern würden. Das geht nicht. Natürlich nicht. Da gibt es überhaupt keine Hinweise. Dazu sagt er auch gar nichts. Ja, da gehen wir doch noch mal kurz in die Küche. Nein, es sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwie was Brauchbares übrig geblieben. Hier ist ein Weiterkommen unmöglich. Das Schloss ist festgerostet. Das geht nicht. Hier ist ein Weiterkommen unmöglich. Das Schloss ist festgerostet. Die Tür sieht ziemlich ramponiert aus. Dahinter scheint nichts von Interesse zu sein. Also versuche ich gar nicht erst, sie aufzustemmen. Schade. Die Tür sieht ziemlich ramponiert aus. Dahinter scheint nichts von Interesse zu sein, also versuche ich gar nicht erst, sie aufzustimmen. Es muss einen Grund geben, warum die Einbrecher diese Dosen nicht mitgenommen haben. Ich glaube, ich weiß schon warum. Es muss einen Grund geben, warum die Einbrecher diese Dosen nicht mitgenommen haben. Also, und die kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß schon warum. Die hier auch nicht.
Das sind Zeitungen. Ist hier denn nichts noch irgendwie, was... Ah, oh, ich bin so blind. Ich bin so blind. Ach, unser altbekannter Lappen. Das ist ein gewöhnlicher Lumpen. Na, jetzt können wir unter Garantie sauber machen. So, da geht es wieder nicht nach oben. So atmosphärisch wie das ist, die Treppe halb zu blockieren mit irgendwelchen Gerümpel, ist es doch ganz schön nervig, immer drum rumzulaufen. Diesmal spare ich mir das Speichern. Der Lumpen ist zu trocken, um den Dreck wegzuwischen. Und nochmal? Nee, nicht nochmal. Okay, ah, jetzt können wir das da hinten sehen. Das, was vom Wasserhahn abgebrochen. Okay. Ach du Scheiße. Was macht die denn hier? Fuck. Soll ich die jetzt etwa mitnehmen? Ich weiß nicht genau warum, aber diese Maske gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Scheiße. So viel zu dieser "Den Fluch gibt es nicht" Geschichte. Ist das nur Soundkulisse oder sind es Geräusche im Haus? Und jetzt? Das ist mein Diktiergerät. Damit mache ich mir Notizen über meinen Besuch auf Blackwood Manor. Ich habe ja das Gefühl, wenn wir jetzt nach draußen gehen, passiert irgendwas Schlimmes. Okay, jetzt wird nochmal gespeichert. Ich werde nicht nach oben gehen. Es sieht dort zu dunkel aus und zu gefährlich. Scheiße. Scheiße. Ich habe das Gefühl, wir sollten das Haus verlassen. Gott sei Dank. Das Loch ist auch immer noch genauso groß. Wir können halt hier nichts machen, hm?
Wir haben das Rätsel noch nicht gelöst. Wir haben noch keine Story. Ah. Wunderbar. Wunderbar. Ich vermute mal, wir finden unsere Antwort in der Galerie. Aber das mache ich dann das nächste Mal, auch wenn es vielleicht nicht mehr viel ist. Aber es ist jetzt doch schon wieder ganz schön spät geworden. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis dahin macht's gut.